Also etwas zu verschweigen bringt gar nichts. Diesem Thema muss man sich auseinandersetzen. Und man muss das auch in Flüchtlingsunterkünften und auch auf der Straße, weil im täglichen Dienst ist es ja auch in Einzelfällen genauso, dass unsere Kolleginnen nicht akzeptiert werden. Das muss man den polizeilichen Gegenüber, wie das in unserem Jargon heißt, sehr deutlich erklären. Und da muss man dann auch gerade bei den Flüchtlingen auch Beschulungen durchführen, dass wir hier Frauen und Männer gemeinsam in der Bundesrepublik arbeiten und leben und dass es da keine Unterschiede geben darf. Wie weit die Beleidigungen gehen, erzählt uns eine weitere Polizistin. Auch sie ist Mitglied der Gewerkschaft der Polizei. Auch sie möchte unerkannt bleiben. Die Beamtin schildert einen konkreten Zwischenfall. Einer von zahlreichen, wie sie sagt. In einer Unterkunft mit über 100 Asylbewerbern hatte es eine Schlägerei gegeben. Mein Kollege redete mit drei Asylbewerbern. Ich stand seitlich, sicherte ihn. Dicht vor mir standen zwei Asylbewerber. Dahinter eine Gruppe, so 20 Männer. Die beiden waren aggressiv und machten sexistische Sprüche. Frauen ohne Kopftuch und Körperkleid dürfen wir nehmen, auch dich, oder du willst es doch auch, und noch mehr. Sie kamen näher und versuchten sogar, mich zu berühren. Nur mit straffem Ton konnte ich die Situation im Griff behalten. Reden Sie mit Kolleginnen darüber? Ja, natürlich. Von Kolleginnen aus Mitteldeutschland und den alten Bundesländern weiß ich, dass es solche Vorfälle überall gibt. Wir sind keine Einzelfälle. Ich denke nicht, dass das Einzelfälle sind. Ich bin ganz klar der Auffassung, dass wir eine große Dunkelziffer haben, dass sich viele Kolleginnen nicht trauen, etwas zu sagen. Es gibt sehr viele Einsätze in Erstaufnahmeeinrichtungen, in Asylbewerberunterkünften, aber auch auf der Straße. Und da kommt es uns zu Ohren als Gewerkschaft, dass es häufiger passiert, als uns lieb ist, dass Kolleginnen von uns verbal angegriffen werden oder auch, ich sag mal, bis unter die Gürtellinie eben beleidigt werden. Aus welchen Ländern kamen die Asylbewerber, von denen sie sexuell beleidigt wurden? Aus Nordafrika und aus Afghanistan. Oft gibt es Kussgesten und es werden Annäherungsversuche gestartet. Wenn sie merken, dass dies nichts bewirkt, reagieren sie aggressiv und beleidigend. Warum werden die Vorfälle nicht angezeigt? Weil vor Ort kaum Zeit bleibt, sich darum zu kümmern.